Vorsicht, François. Diese Linse ist klar und kratzerlos. Und so soll es auch bleiben. Aber natürlich, diese neue Glaslinse wird deine Leuchtturmlampe noch viel heller machen. Und außerdem macht sie lustige Fratzen, wenn man hindurchschaut. Sieh dir das an, Cousin. Dann laden wir die Linse mal hier auf. Und jetzt bringen wir sie auf die Insel. Wit, wit, schnell. Nein, lieber nicht. Ich muss schön leicht und langsam fahren, damit meine Linse auch heil bleibt. Herrje, die Baumstämme haben Feuer gefangen. Ich muss sofort anhalten. Ah, der Bremshebel klemmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich brauche Hilfe. Löschen wir mal diese qualmenden Baumstämme. Aber zuerst müssen wir den Zug anhalten. Guter Plan, Marshall. Rubble, schnapp dir den Zug mit dem Seitengreifer. Dann stoppen wir ihn, indem wir abbremsen. Ich habe noch niemals einen Zug gefangen. Cool! Okay, bremsen. Und jetzt Wassermarsch. Wasserdüsenauto. Das war klasse, Paw Patrol. Kein Problem. Gern geschehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging ja schnell, Fellfreunde. Überall in der Abenteuerbucht verschwinden Handys. Ja, Jemine. Patsy. Und deshalb kann uns niemand anrufen. Deshalb ist das hier ein ultimativer Polizeieinsatz. Chase, du als Polizeihund kannst das Team anführen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr hier seid, Paw Patrol. Wir schaffen das, Kathi. Marshall, nimm deine Leiter und hol Kathi darunter. Mach ich, Chef. Leiter hoch. Das kitzelt. Herr Pfeffer, können Sie uns sagen, was hier passiert ist? Ich hatte gerade Körnerknacken gespielt, als ich hörte, wie meine Mülltonnen umfielen. Also ging ich hin, um sie aufzuheben und ließ mein Handy hier. Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise in der Nähe der Mülltonnen. Rocky, guck mal, ob du was mit deinem Suchgerät rausfindest. Suchgerät. Chase, ich habe Spuren gefunden. Sie sind wirklich klein. Können Geister Spuren hinterlassen? Diese Spuren riechen nach Melone. Folgt diesem Geruch. Es ist ein Waschbär, ein tanzender Waschbär. Jetzt verstehe ich es. Waschbären suchen nachts nach Nahrung. Deshalb hat er es auf die Melonen abgesehen. Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Alles klar, kleiner Waschbär. Tanzen wir zu Körnerknacken. Vielen Dank! Ihr seid die Besten! Danke, Fellfreunde! Dankeschön, Ryder! Gern geschehen! Verstecken spielen im Dschungel macht so viel Spaß! Moment mal! Wir müssen noch Marshall finden! Wo steckt er? Marshall! Hab dich gefunden! Du bist nicht Marshall! Ein Pinguin? Na, so etwas sieht man im Dschungel nicht jeden Tag! Ich will sie umarmen! Hierher, Pinguine, 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 kommt alle raus! Was macht der große Eisbrocken denn hier? Ich wette, damit sind die Pinguine hierher getrieben. Eine scharfsinnige Schlussfolgerung, Paw Patrol. Captain Tollpatsch? Diese Pinguine sind weit entfernt von ihrer frostigen Heimat. Wir müssen Ryder anrufen. Hallo, Chase. Was gibt's? Ryder, wir haben drei Pinguine im Dschungel gefunden, aber dann haben wir sie verloren. Keine Pinguine zu verirrt, keine Pfote zu klein. Rocky, lauf zu Captain Tollpatsch und hol ein paar Fische und bring dein Katapult mit. Rocky rockt Fische. Seht mal, Captain Tollpatsch hat uns ganz viele Fische geschenkt. Klasse, schleuder die Fische mit deinem Katapult zu den Pinguinen. Damit locken wir sie zu seinem Boot. Kommt her, Pinguine. Es gibt Mittagessen.
Danke, dass Sie die Pinguine in ihre Heimat zurückbringen, Captain Tollpatsch. Ich werde sie mit frischem Fisch füttern. Und die Klimaanlage unter Deck sorgt dafür, dass sie sich wohlfühlen, bis sie wieder in ihrer geliebten Kälte sind. Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Mal sehen, was er noch alles kann. Das ist ja voll der Hammer. Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnigsten leicht übertragenen Sprung aller Zeiten. Das große Schiff wird die Insel nicht sehen können. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe die Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapfpfoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapfpfoten! Die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Ich glaube, der Kapitän kann mich weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Ich bin drin, Ryder. Ich komm gleich runter. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr. Ja! Yeah! Herzlich willkommen zur Riesenballonparade in der Abenteuerbucht. Ja! Hä? Wahnsinn! Was ist das? Was ist das? Jetzt sehen alle zu mir auf. Wurde aber auch Zeit. Also, soweit ich das sehe, steht auf meinem Plan kein Besserwisser-Ballon drauf. Aber als gute Nachbarn werden wir natürlich eine Ausnahme machen. Bürgermeister Besserwisser, bitte reihen Sie sich am Paradenende ein. Rocky, der Ballon von Bürgermeister Besserwisser saust durch die Gegend. Du musst ihn retten. Rocky, rock! Du hältst doch den armen Besserwisser-Ballon, bitte! In seinem Fuß ist ein Loch. Wenn du es schaffst, es mit deinem Greifer abzuklemmen, wird er langsamer und der Air Patroller kann ihn festhalten. Das kriege ich bestimmt hin. Greifer! Ryder, das Loch ist zu. Totenstark. Jetzt kannst du wieder loslassen, Rocky. Und ist die Parade endlich vorbei? Sie fängt gerade erst an. Möchte jemand einen Erinnerungsballon? Und viel Spaß noch beim Ballonparadetag. Das ist die beste Parade überhaupt! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.